Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind in der Q-School, der Qualifying School für die Korn Ferry Tour und ich muss dazu sagen, wir sind jetzt nicht ganz so gut. Wir haben plus 1 und plus 1, wenn wir aufs Leaderboard schauen, bringt uns im Moment auf den geteilten 36. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich besonders gut ist im Moment. Wir sehen auf der linken Seite, dass es Quest ist, dass wir das Tournament Even Par oder Better abschließen sollen. Unter den Top 80 noch besser natürlich den Cube School des Tournament zu gewinnen. Das wären eigentlich hier die Quests, die zu erfüllen sind. Ich bin jetzt aber noch ein bisschen unschlüssig, was wir erreichen müssen, damit wir uns hoffentlich für die Korn Ferry Tour wirklich dann qualifizieren. Muss ich dann das nächste Mal hier im Karrieremodus mal reinschauen. Nichtsdestoweniger wird es jetzt Zeit, dass wir uns dann doch ein bisschen anstrengen, was nicht heißen soll, dass wir uns noch nicht angestrengt haben, aber wir müssen doch jetzt hier ein bisschen mehr Glück wieder entwickeln auf den Grüns. So, dazu werden wir aber jetzt erstmal versuchen, hier den Ball ordentlich hier reinzuspielen. Par 4, 393 Yards und 275. Da müssen wir eigentlich gar nicht so wild hier reinhauen. Wir werden hier mit dem Holz reinspielen und das Ganze ein bisschen reinfaden. So, okay. Und an der Stelle wünsche ich uns allen eine spannende Back 9 und ein schönes Spiel. So, das sieht soweit ordentlich aus. Wir liegen im Fairway. 236 Yards Carry. 164 bis zum Grün. Now a second from 164 yards out. Wir haben Rückenwind und gleichzeitig ist es aber höher. Das heißt, wir müssten eigentlich einen Schläger mehr nehmen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Rückenwind. So, der Wind kommt von links. Das heißt, wir müssen eigentlich so ein bisschen Mitte Grün anspielen. Bisschen Mitte Grün. So. Und ich tue mich einfach immer ein bisschen schwer, wie ich das zu beurteilen habe mit der Landezone. Eisen 8, der müsste verhältnismäßig schnell zum Liegen kommen. Er wird ein bisschen rechts rüber getragen und das heißt, dass er... Genau. So, wir versuchen es einfach mal so. So, ordentlich durchgezogen. Er wird auf dem Grün zum... Ja, und rollt er da noch ein bisschen zum Stock. So, okay. Das war jetzt mal eine ordentliche Annäherung. Ja. So, jetzt müssen wir noch mal schauen. Ja, es geht ein bisschen. Bisschen bergauf. Die Sache ist halt wirklich, dass wir im Moment kein Glück hatten, was diese am Loch vorbeirollen angeht. Ja, es ist halt nicht so eine lange Entfernung. Und auf der anderen Seite bricht es doch ganz schön übelst. So, ein bisschen mehr. Ah, geht er schon wieder unten durch. Ja, wir können unsere Birdie-Chancen einfach nicht nutzen. Und ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Woran liegt es, dass ich diese Einschätzungen zurzeit nicht drauf habe? So that in for par to start this backside. And he'll stay at one over. Yo. 39. Now to the 11th with water left, bunkers on the right. Frank, what's the key here? Well, too often people just look at the scorecard and they go, well, it's over 400 yards. I have to hit driver. You don't have to hit driver at 11. Something in the fairway just short of that second bunker. And it sits up, you know, 6 or 7 up. So, das ist jetzt so ein klassisches Backspin-Loch, so wie die Fahne zumindest im Moment steckt. Okay. Mit dem Driver linke Seite und dann sollte er doch hoffentlich vom Wasser weggehen. Okay. Ja, ist ein bisschen früh nach rechts, aber es passt.
No problems there. That's going to wind up safely in the fairway. So, ich denke an Eisen 9 ins Grün noch, 135 Yards. So, Iona, this his second from the fairway. 128 yards to the front, 135 to the hole, and the pin on the front portion. Ach, du Schande. Oh Mann, der Wind. Das ist halt jetzt wieder die Frage, da müssen wir auch da hinkommen, wenn der wieder zu kurz ist. Aber das Grün ist ein bisschen erhöht, das müsste trotzdem reichen. Das Grün ist etwas erhöht und es müsste aber... Ja, geht gleich nach rechts weg. So, spring ein bisschen nach vorne. Ja, okay. Well, he'll be disappointed with that, no doubt. Your swing didn't quite look right on that one. So, ich bevorzuge jetzt mal das Texas. Oh je. Ach du Schande. Okay. Ist ja ein Wahnsinns. Break. So, er zeigt mir hier 100%. Okay. Also, der müsste ja sofort nach links abhauen. Und es ist eigentlich eben. 2 inches. Hier zeigt er mir an, es ist eben. Okay. Ja, noch ein bisschen. Oh ja, guck dir an, wie der sofort nach links abhaut. Oh, whoa, 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 whoa. Okay, that's probably about what you'd expect from a wedge, so it's in the acceptable range. So, was haben wir? Bergauf. Ja, solche haben wir doch jetzt ein paar Mal gestopft. Okay, well done. It is a par here at 11. And he'll remain right where he is. Ja, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir an der 10 tatsächlich das Birdie spielen, damit wir wieder ein bisschen nach vorne kommen. 574-Yard par 5, reachable in 2 for the big hitters. Now to the par 5, 12. Frank, how good of a scoring opportunity is this? Well, anytime you get a par 5 at Bay Hill, got to take advantage of it. So, jetzt schauen wir noch mal kurz aufs Leaderboard. Aber ich glaube, und wenn ich es richtig gerade gesehen habe, minus 3 ist immer noch das Maß der Dinge. Das heißt, das Feld ist eigentlich relativ zusammen. Wäre natürlich auch zu wissen, wie viele Leute da überhaupt in dem Feld spielen. Und am Schluss wird es auch interessant sein, wo hier der Cut liegt. Das werden wir aber natürlich erst am nächsten Tag wissen. So, ja, minus 3, minus 2 geht hier schon los. Ja klar, also würden wir jetzt ein Birdie spielen, da bin ich mir sicher, würden wir sofort 10 bis 15 Plätze gut machen. Okay, so, stopp, falsch, ein paar 5. Ja, okay. Auch hier gilt wieder, wir müssen es nicht übertreiben. Ja, jetzt geht er nach rechts. Das gefällt mir gar nicht, weil wir nämlich rechts angezielt haben. Und da ist natürlich jetzt eine hohe Bunkerkante. Oh je! Ja, wir sehen's. So, was haben wir da? Eisen 6. Mit dem Eisen 6 sollen wir anscheinend über die Bunkerkante rüberkommen. Ja gut, ist jetzt egal. Das sind dann 192. Ja, okay. Dann machen wir lieber noch ein Eisen mehr. Damit wir auch definitiv über die Bunkerkante kommen. So, nochmal schauen. Mitten rein, okay. So, okay. Ja, geht schon wieder so ein bisschen leicht nach rechts.
Okay, that's a good, safe play. Get it back out into the fairway. Get some distance if you can. And gets it to try and make a good third on this par five. Eisen 7. Eisen 7. Wind kommt so. Es ist wieder dieselbe Geschichte. Wir haben hier oben wieder so ein Plateau. Und wenn wir da nicht hochkommen, dann müssen wir wieder da dumm hochputten. Wenn er uns natürlich da hinten durchrollt, dann haben wir auch nichts gewonnen. Wir werden also hoch anspielen. Okay. That's a good shot. More importantly too, so, jetzt müssen wir noch einen relativ geraden Putt haben. Okay, das ist jetzt mal ein relativ gerader Putt mit wenig Break, weil wir eben oben auf dem Plateau liegen. So, der ist auch eben. Nichtsdestoweniger machen wir trotzdem ein bisschen mehr. Und es müsste doch wirklich jetzt linke Lochkante sein. Und das Break ist doch ein bisschen Break. Bisschen mehr, sonst rennt er uns wieder vermutlich unten durch. Okay, ja, endlich! It's a birdie here at number 12. So, wo sitzen wir jetzt? Ja, wie ich gesagt habe, gleich mal 10 Plätze gut gemacht, mehr als 10. Frank, what's the key here? Really avoid those three bunkers, Rich. You don't want a fairway bunker shot over water for your second shot. Par 4, 13th. Frank, you've played it on a number of occasions. How do you attack this hole? Really one of the shortest on the golf course, but this is a fool's paradise here. There's a lot of things that can go wrong. Ja, da hat er natürlich völlig recht. Kein Mensch will hier aus dem Bunker übers Wasser spielen. Deswegen brauchen wir das eigentlich auch nicht. Wir werden auf jeden Fall mit dem Holz darunter schlagen. So weit kann der ja nicht runterrollen, kann ich mir nicht vorstellen. 250, aber wir wollten dann schon mit einem, ich sag mal, vernünftigen Schlag. So, da müsste eigentlich passen, weil wir mit dem Holz haben wir eigentlich ein gutes Specs drauf, nämlich Kontrolle. Gut. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den da hinkriegen, weil jetzt ist natürlich auch wieder, wenn ich richtig gesehen habe. Kurz gesteckte Fahne. Wir haben ein bisschen Rückenwind und ich will definitiv nicht zu kurz sein. Zu kurz will hier keiner sein. Ja. Frage wird sein, kriegen wir wieder Spin drauf oder nicht? Bei Finesse müsste ja eigentlich ein wenig weniger Spin sein. Ah ja. That could very well be short of the day. Never ever left the flag. I mean, that is a standing ovation on that one. Tremendous. Ja, ein Eagle hätte jetzt natürlich auch richtig gut geholfen. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen gehabt. Nicely done. Two straight birdies here early on this back side. So, zwei Birdies helfen uns natürlich jetzt wieder auf den 6. Platz. Minus 1, jetzt sind wir endlich unter Paar. Bay Hills, it requires you to hit clean, strong golf shots. And here's another case at the par 3 14th. It's more than 200 yards. Another one, really, you've just got to play it through the air. You can't play this like an open championship run up par 3. Must fly it onto the green. Mhm. Klar, Hybrid. Ja, das ist halt im Moment noch ein bisschen das Problem, sind die Par 3s. Da können wir nicht mit Eisen anspielen, meistens nicht. Wobei hier schon, würde ich sagen. Also auch hier gilt jetzt erstmal einfach nur aufs Grün kommen. Einfach nur aufs Grün kommen und das Par spielen. Ich meine, wenn er hinten rausrollt in die Bunker, dann ist natürlich wieder die Frage, rechter oder linker Bunker. So, der Wind drückt den wieder darüber.
Wir könnten das natürlich ein bisschen unterstützen mit einem Draw und etwas hoch angespieltem Eisen. Wenn wir Glück haben, bleibt er gleich hier vorne. False Front springt ein bisschen hoch. So, auf jeden Fall nicht mit einem Hybrid. So, ein bisschen drawn. Und ein bisschen hoch. Naja, Eisen 4 wird sowieso wegen Rollen. Okay, den Draw nimmt er an. Bleibt er jetzt vorne in der... Zack. Ah, ja, okay. Ein bisschen weiter rechts, dann wäre er noch richtig schön zum Stock hingerollt. Ja. Stopp, wie war das jetzt wieder? Nee. Zack. Nee. Wir wollen natürlich den Pick, dass er möglichst schnell zum Liegen kommt. In der Vergangenheit ist er immer irgendwie rechts weggeflogen. Fliegt er nach links. Ah, took a lot of sand there. That did not have enough to reach the green. It's going to get hung up on the fringe. Tja. Jetzt ist wieder guter Rat teuer. Es ist gerade, aber wenn wir chippen, dann bleibt er nicht gerade. Texas Wedge. Ah, wir können normal putten. Oh, das ist gut. Wir können eigentlich normal putten. Und eigentlich tut er sich nur da vorne ein bisschen bewegen, wenn er langsamer wird. Fringe 100%. Also das heißt, wir müssten ihm einfach nur einen mitgeben. Also rein theoretisch. Ja, komm, komm, komm. No words necessary. This is the putter from off the green. Nothing to it. It's in the safe par. So, da hat man jetzt ein bisschen Glück, dass es eben ein gerader Putt war. Onward now to the 15th, 429-yard par 4. Dogleg right. Accuracy off the tee is a must. Magnolia trees guarding both sides of the fairway. Ja, sehr schön. Da ist jetzt immer die Frage, spielt man ganz normal das Fairway runter oder versucht man dann ins Knie reinzuspielen, indem man über die Bäume schlägt? Das wird uns, ich glaube, uns wird diese Entscheidung schnell abgenommen. Ach, stopp, was haben wir jetzt wieder hier für eine Sicht? Okay. Okay. Nochmal. 266, 275, 441. Okay. Ja gut, das ist dann schon noch ein bisschen Entfernung. Eigentlich müssen wir hier rein faden mit dem Wind. Der macht den Ball etwas länger. Es geht auch bergab, aber wir müssen ein bisschen gegen den Wind rein faden. So. So. Okay. Dann schauen wir mal. Okay, so weit passt es. Wenn er jetzt nicht bis unter die Bäume rollt. Das sieht gut aus. Noticeable breeze coming right to left as he eyes his second. Ja, da haben wir jetzt wieder diese Windgeschichte. Aber wenn er dann Mitte grün zum Liegen kommt, dann soll es mir eigentlich auch recht sein. Und wir werden den höher anspielen. Eisen 7 ist eigentlich okay. Ein bisschen viel Gas, aber
trotzdem gut. Pin High. Fast Pin High. Gut. Mitte grün, safe. No, that's not too bad. Good shot. Inside 20 feet, I would imagine. So a good chance, really outside chance for birdie. A look at birdie here at 15. So es geht hoch. Happy where this ball went up. Just slightly uphill, looks almost dead straight. Ja, also hier tut sich ein bisschen vorne nach rechts, dann tut sich ein bisschen nach links und vorne tut sich etwas. Das heißt, wir gehen dahin und es geht den Berg hoch. Das heißt, wir gehen dahin. So. Ja. Kleines bisschen mehr. Jetzt müsste er links rüber. Yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. Oh, der war flott unterwegs. Der war sehr flott unterwegs. Den habe ich schon wieder ausgelippt gesehen. Frank, this is a great hole late in the round. Par 5 and a chance to really make up some ground or extend the lead. I mean, you can make some things happen here. Shortest of the four par 5s and reachable for just about everyone. But really, it's the second shot. The better the tee shot, the easier make that second shot. Klar, natürlich. Kein Mensch will hier aus 200 Metern das Grün angreifen. Gut, es ist ein Par 5, das heißt, man kann mit dem zweiten auch schön ans Wasser ran. Ja, natürlich, klar. Ja, logisch, klar, mit dem zweiten, wenn man natürlich versucht, mit dem zweiten das Grün anzugreifen, um einen Eagle zu spielen, dann ist das absolut klar, das ist für uns völlig uninteressant. So, wir spielen wieder so und hoffentlich landen wir nicht hier in dem Bunker, aber jetzt gehen wir auch ein bisschen mehr Mitte Fairway, weil wenn er dann ein bisschen links rüberläuft, soll uns das nicht weiter stören. Okay, Driver ist auch richtig. Ja, diesmal, der nimmt nämlich auch nicht wieder in die Kurve. Ist schon wieder ein bisschen mehr rechts als links, aber diesmal natürlich weit genug links angehalten. So, jetzt bin ich mal gespannt, was unser Caddy uns vorschlägt, ob er uns ein Holz vorschlägt. Oh, Eisen 4. Ja gut, ich meine, auf der anderen Seite haben wir hier jede Menge Platz hier drüben und dann wären wir auf jeden Fall mal auf dem Grün und dann hätten wir eine Birdie-Chance. Also insofern ist das machbar. Ja, und wenn wir den noch ein bisschen reindrohen, noch ein bisschen Kurve mitgeben... Jetzt ist halt nur die Frage, ja, Eisen 6 könnte ein bisschen, nee, wir nehmen das 5 und spielen es hoch an und der Wind hilft ihn reindrücken mit einem Draw. So wäre jetzt der Plan. So wäre jetzt der Plan. Ja, okay, das ist jetzt erstmal nicht verkehrt, bleibt er liegen. Ja, das ist halt einfach, hat immer zu viel. Okay. Hit that second shot on the button to this par 5, but Frank couldn't get it to stop. Yeah, too good, too long, sadly. Ja gut, wir können jetzt mal mit dem Blast probieren. Das ist 13, 8. Es ist flach. Ja, aber mit dem Blast haben wir immer diesen Roll. Das passt mir nicht so. Pick. Zeigt er denn da jetzt an? So, jetzt mal hier rum. Okay. Naja, gut, also soweit kann der ja nicht drüber laufen, weil es ist ja eben. So. Okay, der ist jetzt mal vernünftig. Aber komischerweise wieder links und wieder nach rechts weggeflogen. Also ich muss sagen, da muss ich also im Shortplay muss ich mich verbessern. Unbedingt. Im Shortplay muss ich mich verbessern. Also das sollte jetzt, das ist eine sehr, sehr gute Birdie-Chance. Die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Die dürfen wir uns nicht entgehen lassen, weil jetzt haben wir mal ausnahmsweise nicht viel Break. Good putt, a birdie here at one.
So we've talked about these par threes here at Bay Hill, and they finish with a doozy. It is the 17th at 221 yards and all sorts of trouble. You can see that beach bunker in front. There's the water to deal with, oftentimes a difficult hole location. You're thrilled to walk out of here with a par. Ja, das merke ich gerade. Es kommt mir richtig bekannt vor, diese Bahn. Bay Hill. Das finde ich ein bisschen blöd, aber ist okay. So, also. Hybrid, das machen wir auf gar keinen Fall. Eisen 4 hoch anspielen. Der Wind kommt von links. Ach du Schande. Es geht ein bisschen runter. Gut, im Zweifel landet er hier in der False Front. Im Zweifel landet er hier in der False Front. Das große Problem ist halt, okay, wir haben ja Gegenwind. Eisen 4. Das Problem ist halt, wie man das Gleiche, das Eisen 4 zum Liegen zu bringen. Okay, wir haben ja im Prinzip diesen Knockdown. Aber dem traue ich auch nicht so richtig. Ja, das ist alles uninteressant. Finesse. Ich möchte aber ein Eisen schlagen. Der kommt über links. Wir können natürlich versuchen, im Draw etwas dagegen und den hoch anspielen. Dann wird er hoffentlich hier, wird er hoffentlich, wenn im Zweifel halt hoffentlich irgendwo hier, wenn er zu kurz ist, in der False Front liegen bleiben. Ja, na. Aber wir haben vielleicht Glück, dass er liegen bleibt auf dem Grün. Ja, doch. Ja, also, okay. Solid shot and sometimes solid throughout the round will win the day. Ja, er sieht so aus, wie ich mich fühle. It's for birdie. Yeah, it's a long putt, so pace is important, but there's not a whole lot to it. I fancy the chances of getting this close. Mhm. Also, da hat sie recht. Es geht da vorne ein kleines bisschen hoch, aber das ist nicht so wild. Deswegen machen wir trotzdem ein bisschen mehr. So, und der Rest ist eigentlich nur ein leichtes Break nach links. Die Frage ist halt, wie viel Break nimmt er mit? Okay, wichtig ist hier an der Stelle eigentlich auch nur, einfach nur gut ans Loch kommen, damit wir hier auf jeden Fall safe ein Paar spielen. Ja, es ist halt, die Entfernung ist halt das Problem. Weil dann wird er ja kontinuierlich nach links gehen. Okay, das sieht so schlecht nicht aus. Oh, you talk about electrifying this crowd. How about that one? A bomb for birdie at 17. And he's gonna surge into the lead here on day one with only the 18th left to play. Finishing hole at Bay Hill is the demanding 458-yard par 4. Water to the right, OB along the entire left side, a 4. Almost feels like a birdie here. Ja, das ist so eine Bahn, wo kein Mensch am letzten Tag, am Finaltag, wo die Fahne hinten rechts steht und ich muss hier ein Birdie spielen. Das will dann keiner haben. Also hier will man mit zwei Schlägen Vorsprung herkommen, dass man im Zweifel einen Bogie spielen kann. So, also im Moment müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen bezüglich der Länge. Also bis ins Wasser sollten wir eigentlich nicht kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. 275, es geht ein bisschen, der Wind ist aber dagegen. Okay, also wir gehen noch ein bisschen mehr nach links. So, die Bahn ist okay. Ja, der kann nicht bis zum Wasser kommen. Well, a good round going here on this Thursday and that another fine effort off the tee. Yep, also da haben wir wenig Sorge. Das ist, wenn man eben so kurz ist, hat man da wenig Probleme. So, die Fahne steckt kurz. Der Wind kommt von links. Und was wir definitiv nicht wollen, ist, dass der Ball uns links abhaut in die Steine. So, das ganze Grün fällt von links nach rechts. Jetzt müsste man hier wieder gucken. So, das ist dann von oben. Ja, jetzt müsste man wieder gucken, ist da eine False Front?
Ja, okay, dann bleibt er da im Zweifel liegen. Dann machen wir halt einen Lobshot. Okay. Okay. Eisen 8, aber der Wind kommt gegen uns. Eisen 9. Eisen 7 ist zu lang. Nochmal, der Wind drückt ihn zur Fahne und wir wollen nicht, dass er nach rechts wegspringt. Schon gar nicht, dass wir nach rechts wegdrücken. So. Eisen 8 wird nicht viel rollen. Okay. Oh ja, der startet schon so verdächtig. Bleib liegen. Eieieiei, das war knapp. Die Länge war gut. Die Richtung nicht so. Okay, der will chippen. Chips funktionieren ja auch immer so gut. Texas Wedge macht keinen 9600. Ja, ja, das macht keinen Sinn. Da bleibt er wieder irgendwie hängen, verschiebt sich, rollt weiß Gott wohin. Ja, eigentlich müssen wir chippen, das hilft nichts. 96. Frage ist wieder, wo haut er uns hin ab? 60er Wedge chippen. Normalerweise ein Drittel, zwei Drittel. 7. 3. Bah. Ich bin jetzt fast echt geneigt. Mit dem Flop haben wir eigentlich immer am meisten. Mit dem Flop haben wir eigentlich am meisten die Chance, dass wir vernünftig drankommen, weil sonst, es sieht nicht nach großen Breaks aus. Wir müssen einfach nur hier vernünftig an den Stock kommen. Okay. Oh, jetzt kommt er noch zurück. Das gibt's ja gar nicht. Ja, okay. Berg hoch. Er sagt Level. Es breakt ein bisschen. It is in for his par here at 18. And that's got to wind up an opening round 68, 4-under par. These 4 days are going to be a grind. That's the nature of Q School. But day one, Frank, it's in the books. Yeah, day one of four, Rich. But, you know, this is, it's cutthroat. It's basically pass or fail. There's nothing else. So that's a wrap for all of us at EA Sports PGA Tour. Thanks for coming along. We'll see you next time. On the road to the Masters. Jo, das wär's also gewesen. Die erste Runde Contrary Tours Q School. Qualifying School Round 1. Das war also, ja, wieder mal eine interessante Runde. Die Front 9 völlig anders als die Back 9. Wir sind wieder mal ein bisschen ins Spiel gekommen. Vor allem, was das Putten anging, hatten wir wesentlich mehr Glück und Geschick. Und auf den zweiten 9, es ist wieder so eine typische Scorekarte von mir. Hier die ersten haben wir mit einem Bogey gespielt und die zweiten spielen wir noch tatsächlich 5 Birdies und sauber kein Bogey mehr. Haben natürlich aber auch ein bisschen Glück gehabt, muss man einfach auch einfach so zugeben, das ist so. Man muss auch manchmal einfach ein bisschen das Glück haben, dass der Ball auf der richtigen Seite landet oder ähnliches, dass man halt eben auch gefühlt leichtere Putts hatte als auf den ersten 9. So, ich hoffe nichtsdestoweniger, dass ihr wieder ein bisschen Spaß hattet und es war auch hoffentlich ein bisschen spannend. Nichtsdestoweniger gucken wir aufs Leaderboard und stellen fest, dass doch noch irgendeiner hier, nämlich der Andrew Campbell, es tatsächlich noch geschafft hat, die 68 mit uns zusammen hier ins Clubhaus zu bringen. Aber wir haben jetzt erstmal auf jeden Fall, ich sage mal, gute Voraussetzungen für den zweiten Tag. Ich bin auf den Cut gespannt und ihr mit Sicherheit
auch. Wenn ihr wisst, beziehungsweise ich werde jetzt auch gleich mal nachschauen, aber ich habe jetzt echt keine Ahnung, was eigentlich das Ziel hier dieser Korn Ferry Tour ist. Ich glaube, im Normalfall müsste man da irgendwo so unter den Top 12 oder so sein, um sich eben zu qualifizieren. Ich weiß jetzt nicht, was hier irgendwo das Ergebnis sein soll. Schreibt mir jetzt auch mal in die Kommentare, damit ich es für den zweiten Spieltag dann definitiv auch weiß, was hier das Ziel ist. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich bei euch fürs Zusehen, aber wir gönnen uns auf jeden Fall hier nochmal das Ergebnis, was wir denn jetzt an Gummipunkten bekommen. Meine berühmten Skill Points, Reward Summary, 18.000, 19.400, das reicht nicht, um uns wieder zu leveln, um dann entsprechende Skill Points zu kriegen. Okay, aber so, jetzt muss ich doch mal schauen, ob es hier irgendwo steht. Career Settings, so, hier. 150 Spieler sind auf jeden Fall da dabei. 4 Play Event, Back Skip Event, das wollen wir auf gar keinen Fall machen. Nicht, dass wir hier wieder Ärger bekommen. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier R drücke? Da passiert gar nichts. Das ist dann hier alles klar. Gut, okay, weil ich kann es überhaupt nicht erkennen, was eigentlich hier das Ziel ist. Also schreibt es mir doch in die Kommentare. Was muss ich hier schaffen? Muss ich unter den Top 50 sein, unter den Top 40? Oder was ist das Ziel dieser ganzen Geschichte? Außer, dass wir natürlich dieses Event gewinnen wollen, um vielleicht wieder eine kleine Trophäe für unseren Schrank zu bekommen. So, ich bedanke mich recht herzlich bei euch jedenfalls für die Aufmerksamkeit, für die Zeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns dann zur zweiten Runde Bay Hill Club and Launch in Orlando, Florida zur Korn Ferry Tour Q School. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio und wünsche euch wie immer euch allen ein schönes Spiel.